So, hallo allerseits. Ich möchte Sie begrüßen zur dritten Vorlesung und möchte auch gleichzeitig darum bitten, dass Sie jetzt zur Ruhe kommen. Gut. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das erste Live-Coding zu sprechen kommen. Und zwar auf zwei Punkte nur, der Vollständigkeit halber. Nach der Vorlesung, vorm Hochladen, also schon in der ersten Version, die ich hochgeladen hatte, habe ich hier noch eine kleine Warnung eingerichtet. Generics und Java, das ist so eine Sache. Darüber könnte ich jetzt eine ganze Vorlesung abhalten, was da so alles nicht so richtig miteinander kompatibel ist, was nicht so richtig gut funktioniert und warum das so ist. Aber das ist nicht Thema der AOD. Hier einfach nur die Warnung, so wie ich das hier geschrieben habe, einfach ein Array von einem generischen Typ einzurichten, wie man es eigentlich haben möchte und wie es auch in vielen anderen Programmiersprachen wie etwa C++ problemlos möglich ist, ist in Java leider nicht möglich. Hier habe ich mir etwas dichterische Freiheit genommen, um das Ganze, damit die Logik des Ganzen zu sehen ist und nicht die Sprachlogik von Java. Ein zweiter Punkt ist, das gab eine kleine Diskussion im Forum, ich habe noch diese Zeile hier eingefügt, in der neuen Version 2, die ich nach der Version 1 dann hochgeladen habe, die aktuelle Version in Moodle ist, nämlich, dass wenn eine Komponente des Arrays nicht mehr benutzt wird, dass sie dann auf 0 gesetzt wird, damit vom Programm aus das Objekt, auf das da verwiesen worden ist, nicht mehr erreichbar ist. Das heißt, wenn dieses Objekt mit allem, was da vielleicht dranhängt, auch von dem Rest des Programms aus nicht mehr erreichbar ist, dann kann der Garbage Collector das aufsammeln. Es gibt keine Gefahr für einen Memory Leak. So, mehr wollte ich zu dem Thema Arrays heute nicht sagen, nur diesen Nachtrag, damit Sie da Bescheid wissen. Ich möchte weitermachen beim Thema Listen. Und wir hatten schon eine Methode letztes Mal implementiert. Einen Schlüsselwert an einer Position einfügen. Wir haben im Foliensatz visuell, grafisch gesehen, was das bedeutet. Wir haben dann das Ganze implementiert. Und hier habe ich dann auch noch, die endgültige Fassung dieses Live-Codings ist noch nicht hochgeladen, sondern nur eine vorläufige Fassung, weil wir ja noch nicht fertig sind. Damit werden wir heute sicherlich fertig sein. Ich habe hier noch einen Fehler entdeckt hinterher, den ich nachtragen wollte, dass ich hier einen Return vergessen habe. Aber ich möchte noch mal ganz kurz sagen, worum es ging. Schlüsselwert an einer Position einfügen. Wir haben wieder einen Vertrag. Derjenige, der diese Methode aufruft, muss sicherstellen, dass dieser erste Parameter hier auf das erste Element einer korrekt gebildeten Liste verweist, die auch leer sein kann. Also derjenige, der die Methode aufruft, darf durchaus 0 an dieser Stelle übergeben. Das ist okay. Damit muss laut Vertrag diese Methode fertig werden. Wird sie auch. Und was passieren soll, ist, dass an der Stelle, wie die Position das angibt, dieser neue Schlüsselwert, dieser Parameter eingefügt werden soll. Allerdings auch hier ein vertraglicher Bestandteil. Derjenige, der die Methode aufruft, muss dafür sorgen, dass das eine gültige Position ist. 0 heißt, wenn hier 0 übergeben wird in diesem dritten Parameter, dann heißt das, das neue Element soll vor das allererste alte Element gesetzt werden. Ansonsten eben bei Position 1 eben nach dem ersten, bei Position 2 nach dem zweiten und so weiter und so fort. Und wenn die Position gleich der Anzahl Elemente in der Liste ist, dann eben nach dem letzten Element. Das ist das, was der Nutzer dieser Methode gewährleisten muss. Und was passiert hier? Ein einfaches Schema im Grunde. Wir richten erstmal das neue Element ein, das neue Listenelement, und speichern da den Schlüsselwert ab, den wir in die Liste einfügen wollen. Wir haben im Foliensatz mit den schönen kleinen Bilderchen, also mit den kleinen Bilderchen, ob schön oder nicht,
sei dahingestellt. Wir haben da gesehen, dass wir eine Fallunterscheidung machen müssen. Der Fall, dass wir das Element ganz vorne anhängen sollen, das ist eben, wenn Position gleich 0 ist. Das ist ganz einfach, muss aber separat behandelt werden. Dieses neue Element, da hängen wir die bisherige Liste hinten ran. Dann ist temp das erste Element. Und wenn wir das zurückliefern, dann liefern wir eben wie gefordert ein Verweis auf den in diesem Fall tatsächlich neuen Kopf der Liste zurück. Zweiter Fall ist, dass die Position eben irgendwas anderes ist. Da haben wir wieder unsere schöne Schleifenkonstruktion, mit der wir schon mehrfach durch Listen durchgelaufen sind. Und um an die Position zu kommen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das implementieren kann. Ich habe mich für diese einfache Möglichkeit entschieden, dass ich in jedem Durchlauf durch die Schleife die Position um 1 vermindere und dann abfrage, ob wir an der Position angekommen sind. Hier muss man natürlich wieder aufpassen, dass man sich nicht gerade unbedingt um 1 vertut. Also aufpassen, ob man dieses Position minus minus hier oben hin tut oder hier unten hin tut. Aber das haben wir beim letzten Mal schon geklärt, dass das hier richtig ist. So, und dann hängen wir das neue Listenelement an der Stelle ein, wo wir jetzt stehen, und können das, was wir im Foliensatz gesehen haben, 1:1 übertragen, nämlich immer dieselbe Logik. Erster Schritt des Einhängens ist, vom neuen Listenelement auf den dann Nachfolger zu verweisen. Damit ist der Rest der Liste hinter dieser Position gerettet, nämlich über dieses temp.next. Und dann P steht auf dem Element direkt vor der Stelle, wo wir einfügen. Und wenn wir hier den Next-Pointer auf temp setzen, dann stimmt das Ganze wieder. Dann ist das neue Element, auf das TMP verweist, eingehängt worden, genau zwischen P und dem vorhergehenden P.next. Und was ich vergessen hatte beim letzten Mal, war dann den Listenkopf zurückzuliefern. Jetzt in diesem Fall hier ist es ja nicht an das neue Element das erste, sondern weiter hinten irgendwo. Das heißt, das erste Element hat sich nicht geändert. Ich kann einfach den Verweis auf das erste Element, den ich bekommen habe, hier wieder zurückliefern. Und das ist dann in diesem Fall auch entsprechend ein Verweis auf den in diesem Fall nicht neuen Kopf der Liste. So, jetzt dasselbe nochmal in etwas anderer Variation. Wir haben jetzt wieder eine Liste. Wir wollen wieder einen Schlüsselwert einfügen, aber wir haben jetzt einen Unterschied. Diese Liste ist aufsteigend sortiert. Was heißt das, sie ist aufsteigend sortiert? Naja, wenn Sie sich in Zahlen ansehen, dann könnte das sein, dass im ersten Listenelement der Schlüsselwert 2 ist, im nächsten Element der Schlüsselwert 4, dann 7, dann 9, dann 357 und so weiter, immer größer von einem zum anderen. Kann aber auch heißen, dass wir schließen Duplikate nicht aus, kann aber auch sein, dass mehrere gleiche nacheinander kommen. So, was wir wollen, ist den Schlüsselwert dort einfügen, wo er nach Sortierreihenfolge hingehört. Das ist mehr oder weniger eine feste Stelle, die wir finden müssen. Also wir geben jetzt keine Position vorher an, wie hier oben. Da hatten wir als Parameter angegeben, an welcher Position wir dieses neue Element speichern wollen, einfügen wollen. Hier ergibt sich das aus der Sortierreihenfolge, wo das neue Element eingefügt werden soll. Also nehmen wir mal der Einfachheit halber an, die Liste besteht aus den Elementen 2, 4, 6, 8, 10, 12 und wir wollen die 9 einfügen. Dann heißt das an der Position 2, 4, 6, 8, jetzt die 9 eingefügt, dann 10, 12 hinten dran. Gut, wir müssen aber klären, was wir hier jetzt plötzlich neu haben. Wir haben keine Position mehr, aber wir haben so etwas. Das ist aus der Java Standardbibliothek, genau gesagt aus dem Paket Java Util, ein Interface,
von dem wir jetzt hier ein Objekt einer implementierenden Klasse erwarten. Sie werden gleich in dem Gebrauch jetzt im Live-Coding sehen, wie man dieses Interface gebraucht. Das können Sie natürlich auch, wenn Sie wollen, selber nachschlagen, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Was ich hier Ihnen kurz aber erst einmal zeigen möchte, ist, was jetzt? Ja, das ist aus einem der Videos, die auch in der Videothek Algorithmik ist, beziehungsweise aus dem zugehörigen Foliensatz, nämlich das Video heißt Generics und Generics und Collections. Das, was Sie auch aus der FOP kennen, Generics, was wir jetzt auch ein paar Mal gemacht haben, und Collections sind die ganzen Klassen wie Listen und so weiter und so fort. So, um Ihnen zu zeigen, worum es da geht und was der Sinn von diesem Interface Comparator ist, habe ich da ein kleines Beispiel hergenommen, das Ihnen vielleicht ein wenig vertraut vorkommen mag. Gut, ich habe es etwas flapsig hier mit Studi abgekürzt. Eine ganz einfache Klasse, wo ein paar Stammdaten von Studierenden drin sind, Vorname, Nachname, Matrikelnummer. Natürlich wird es noch mehr Stammdaten geben, aber das interessiert uns hier nur. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir mit so einem Interface Comparator und den implementierenden Klassen jetzt verschiedene Möglichkeiten implementieren können, wie sich die Stammdaten miteinander vergleichen. Einmal, was ist das erste von den beiden? Einmal nach den Namen, dass man die nach den Namen sortieren kann, die einzelnen Stammdaten, und einmal nach der Matrikelnummer. Ohne dass wir hier irgendwie rumbasteln müssten an dieser Klasse Studi, sondern das ist ausgelagert in das Interface Comparator, und ausgelagert heißt immer flexibel änderbar. Ausgelagert heißt hier, flexibel änderbar heißt hier, ich kann einmal eine sortierte Liste haben, nach Matrikelnummern sortiert, und ich kann ein anderes Mal auf derselben Klasse, ohne weitere Methoden zu implementieren, eine sortierte Liste von Studierendenstammdaten haben, nach Nachnamen und Vornamen in Telefonbuchordnung sortiert. Und dieses zweite, was ist denn jetzt hier? So. Das ist ein Interface, wie gesagt. Das heißt, wenn wir es nutzen wollen, dann müssen wir eine Klasse implementieren, eine Klasse kreieren, die dieses Interface implementiert. Die habe ich einfach Studi-Namens-Comparator benannt. Ob das jetzt eine geschickte Benennung ist, weiß ich nicht. Aber es steckt alles drin in diesem sprechenden Namen, worum es geht. Was wir zu implementieren haben für dieses Interface, ist eine Methode Compare. Das ist der Sinn und Zweck des Interface Comparator, diese Methode zu implementieren mit einer bestimmten Semantik, die einzuhalten ist. Nämlich, Sie sehen, es wird ein Int zurückgeliefert, und dieses Int ist gleich Null, wenn beide Parameter als gleich anzusehen sind. Und größer 0, wenn der erste Parameter als größer als der zweite anzusehen ist. Und kleiner 0, wenn der erste Parameter kleiner als der zweite anzusehen ist. Dieser Semantik, diesem Protokoll muss man folgen. Und das machen wir hier. Nachname war ein String. Was Sie hier sehen, ist schlicht und einfach eine Implementation der Telefonbuchordnung auf Strings. Sie haben den Nachnamen, Sie vergleichen erst den Nachnamen. Wenn die beiden Nachnamen identisch sind, also gleich 0 hier herauskommt bei der Methode Compare, dann vergleichen Sie auf die Vornamen. In dem Fall geben Sie das Ergebnis vom Vergleich zurück auf den Vornamen. Das heißt also, wenn die Nachnamen gleich sind, also Peter Müller und Maria Müller beispielsweise, dann ist Müller gleich Müller, Peter ist aber nicht gleich Maria.
Sie bekommen dann das Ergebnis zurück, dass Maria vor Peter ist. Ja? Hier müsste, glaube ich, auch Compare-to stehen. Vielen Dank für den Hinweis. Muss ich mal abändern. So, wenn jetzt aber in diese Situation hier unten kommen wir aber nur rein, wenn hier ungleich 0 herauskam bei diesem if. Das heißt, die beiden Namen unterscheiden sich, die beiden Nachnamen. Und in dem Fall soll natürlich der alphabetisch, lexikografisch frühere Nachname herauskommen als Ergebnis. Ja, wenn wir jetzt also Meier und Müller beispielsweise als Nachnamen haben, dann soll herauskommen als Ergebnis, dass Meier vor Müller kommt. Wobei das egal ist, egal ob jetzt A oder E der Meier ist, nicht? Ja, ist immer größer als Müller. So, das ist die eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, das habe ich jetzt Matrikelnummer Comparator genannt, genau dasselbe im Prinzip, eine zweite Klasse, die Comparator mit generischem Typ Studi implementiert, also im Prinzip austauschbar mit dem ersten Comparator, der die Namen vergleicht. Auch hier wieder, der Sinn und Zweck ist, diese Methode Compare zu implementieren mit derselben Semantik. Und hier können wir einfach die Matrikelnummer miteinander vergleichen. Wir müssen wieder die Semantik einhalten. Minus 1, also kleiner 0, größer 0 oder gleich 0. Und da können wir einfach die drei Fälle unterscheiden. Wenn die erste Matrikelnummer kleiner als der zweiten ist, ein Wert kleiner 0 zurückgeliefert. Wenn die Matrikelnummer, die erste Matrikelnummer größer als die zweite ist, entsprechend ein Plus 1 zurückgeliefert. Und der dritte Fall ist, dass beide gleich sind. Da wird dann 0 zurückzuliefern sein. Das ist der Sinn und Zweck von Comparator, den Vergleich auszulagern und damit in verschiedenen Situationen verschiedene Vergleichsmöglichkeiten auf derselben Klasse zur Verfügung zu haben. Also eine neue, höhere Ebene der Generizität. Ich weiß nicht, inwieweit, Sie hatten ja irgendeine funktionale Sprache, Racket oder irgendwas in FOP. Ich weiß nicht, inwieweit da Funktionen höherer Ordnung betrachtet worden sind. Aber im Prinzip können Sie sich das so vom Konzept her vorstellen, dass wir da genau da sind. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen wollte hier. Sie können, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, gerne beispielsweise in dieses Video hineinschauen zu Klassen und Objekten in der Videothek Algorithmik. So, jetzt wollen wir in diese sortierte Liste einfügen. Wir haben keine Position mehr. Wir können hier oben ein bisschen was klauen. Wir können erst einmal das hier sicherlich klauen, dass wir ein neues Listenobjekt einrichten und den Schlüssel entsprechend da hineinschreiben. Jetzt haben wir da oben Fallunterscheidungen, aber ich klaue mir die erst einmal. Ich weiß, Copy-Paste soll man nicht machen, aber so, jetzt müssen wir hier, wir haben keine Position, jetzt müssen wir hier in den ersten Fall, natürlich haben wir immer noch den Unterschied, ob wir am Anfang vor dem bisherigen Kopf der Liste etwas einfügen oder irgendwo anders. Ja gut, da müssen wir den Comparator-Aufruf damit verwenden, comparator.compare. Was müssen wir jetzt vergleichen miteinander? Ich vergleiche den neuen Key mit dem bisher ersten Key und wenn der kleiner gleich dem Key ist, also wenn hier kleiner gleich 0 rauskommt, dann passiert genau das wieder. Dann ist das die richtige Position und das ist richtig hier an dieser Stelle, nicht? Ich muss einfach, nee, kleiner gleich 0 war hier, hatte ich gesagt. Wenn Key kleiner gleich dem ersten Listenelement dort dem Key ist. Aber wenn ich da hinschaue, sehe ich sofort, dass das, also da friert fast mein Finger an der Tastatur fest, denn was sehe ich da? Ich greife hier auf List.key zu. Aber
die Liste war ja auch, könnte ja auch 0 sein. Und wenn die Liste tatsächlich 0 ist, dann kriege ich hier Ärger. Also es wird eine Runtime-Exception geworfen vom Typ Null-Pointer-Exception, nicht? Und das war für diesen Fall nicht vorgesehen. Für diesen Fall ist vorgesehen, dass da was Ordentliches passiert und keine Exception geworfen wird. Also muss ich diesen Fall noch abfangen. If list gleich 0, was muss da passieren? Da passiert nicht allzu viel, wenn ich das richtig sehe. Ich liefere einfach temp zurück. Der Next Pointer von dem neu eingerichteten List-Item hier ist 0, weil die Regel ist, bei Arrays und bei Klassen werden bei Einrichtung schon alle Attribute auf den jeweiligen Nullwert des jeweiligen Typs gesetzt. Also kann ich mich darauf verlassen, dass der List-Pointer, der Next-Pointer 0 ist. Damit ist das alles korrekt gesetzt hier. Und ich kann das einfach zurückliefern. Wenn List gleich 0 ist, liefere ich das einfach zurück. Eine Liste, ein Verweis auf den Kopf einer Liste mit genau einem Element, wie es ja auch richtig ist. So, das hatten wir schon geklärt. Das hier ist richtig. Jetzt müssen wir hier... Der Beamer flackert schon wieder. Dann liegt es aber offensichtlich nicht an... Dann muss es am Beamer liegen. Ich weiß nicht, woran das sonst liegen soll. Wir können mal versuchen, auch mit einem anderen Beamer. Ich habe schon hier alles ausprobiert an Hardware, was ich machen kann. Ich bin da ehrlich gesagt etwas ratlos momentan, wie man mit diesem flackernden Beamer umgeht. Ich probiere es mal, die beiden anderen Beamer noch mal hochzufahren. Versuchen wir in der Zeit, das so bestmöglich hier hinzukriegen. Tut mir leid, dass das... dass da irgendein Problem ist, aber so wie es aussieht, ist das dann nicht ein Problem bei der Hardware, wie ich vermutet habe, bei meiner Hardware, wie ich vermutet habe, sondern das müsste tatsächlich ein Problem bei den Beamern dann sein. Ach ja. So. Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich einen Beamer hochfahre, wie ich das jetzt mache, dann geht die Einstellung, was ich da angesteuert habe, bei den anderen Beamern, die damit ja gar nichts zu tun haben sollten, geht einfach weg. Naja. Gut, versuchen wir es bestmöglich hinzukriegen, aber ich kann Ihnen garantieren, die Aufnahme, da flackert gar nichts. Insofern ist es dann auf alle Fälle gerettet. So. Hier würde ich sagen, sollte man das anders machen an dieser Stelle. So, jetzt sind die Beamer links und rechts mal hochgefahren, mal probieren. Eben hat es nicht funktioniert, dass die darauf ansprechbar sind. Jetzt, also die beiden anderen Beamer sind gar nicht ansprechbar. Der eine geht sogar wieder aus, obwohl ich ihn nicht auf ausgeschaltet habe. Tja. Irgendwer hier im Saal spielt da an irgendwelchen Sachen rum und sorgt dafür, dass das nicht hier funktioniert. Hä? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Problem ist, aber wir müssen irgendwie jetzt damit klarkommen im Rest der Vorlesung. So. Hier, glaube ich, ist jetzt sinnvoller, ein While zu haben. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wenn jemand eine Idee hat, wie man mit dieser umgehen soll. Okay, aber wie gesagt, die Aufnahme, die ist auf jeden Fall weiter am Laufen, da passiert nichts. So, while scheint mir sinnvoller zu sein, denn irgendwie möchte ich ja hier vergleichen. Irgendwie möchte ich ja hier vergleichen den hier aktuellen Key mit dem, vielleicht
mache ich es doch mit einer Vorschleife, denn ich möchte ja was initialisieren noch. Das passt ja gut dann hin, dass ich das hier mache, List. So, und hier irgendwas kommt hin mit dem Compare als Fortschaltungsbedingung und P gleich, ja, also ich weiß nicht, ich habe meine Hardware schon alles ausgewechselt, was ich nur auswechseln konnte. Es, bitte? Ich habe beide anderen Beamer eingeschaltet, ich kriege das Signal nicht darauf und der Beamer hier reagiert überhaupt nicht auf, also da sehen Sie, da ist ja gar kein Licht. Bitte? Ah, jetzt, wo ich davon sage, jetzt kommt er. Ja, der hat sich eben automatisch selber runtergefahren, ohne dass ich da eingewirkt habe oder jedenfalls nicht bewusst eingewirkt habe und jetzt führt er wieder hoch. Gut, vielleicht kriegen wir es mit dem Beamer hin. Beamer rechts, der ist jetzt oben. Na, es werden noch Wetten angenommen? Aha. Gut. Ich traue dem Braten noch nicht. Lassen wir mal ganz kurz noch beide Beamer an. Vielleicht reagiert er ja auch. Nein. Es gibt auch ein Problem mit beiden Beamern. So. Okay, also wir müssen da jetzt weiterkommen. Das sind wichtige Dinge für Ihre Übungsaufgaben. Es tut mir leid, aber wir müssen da jetzt irgendwie weiterkommen. P gleich P Punkt. Next. So, das passt doch gut. Naja, müssen Sie halt hin und her schauen. So, es bleibt nichts anderes übrig. Ich kann mich da nur wiederholen. So, wir gehen jetzt durch die Liste durch, so lange, bis jetzt hier etwas erreicht, bis jetzt was erreicht ist, solange der Vergleich zwischen dem aktuellen Element und dem Schlüssel, den wir eigentlich suchen, solange der wie muss das sein? Kleiner 0 ist, nicht? Solange der Key, den wir haben, größer 0, so. Solange der Key hier, den wir haben, größer ist als, ist das richtig? Nee, das ist noch nicht richtig. Ich muss hier jetzt nämlich p.next.key eingeben. Ah, genau. Jetzt muss ich nochmal nachdenken. Deshalb habe ich das zu einer Weilschleife machen wollen. Das Ganze wird nämlich wesentlich komplizierter. So. Wenn das Ganze kompliziert wird mit einer Schleife, machen wir uns die Sache erstmal einfach und schreiben while true. Das geht nicht in jeder Programmiersprache, aber in Java und diversen anderen wichtigen Programmiersprachen geht es. So, while true, was müssen wir da jetzt alles bedenken? Wenn wir jetzt auf dem letzten Element angekommen sind, wenn also das nächste Element 0 ist, also gar nicht existiert, dann sind wir an der Stelle, wo wir einfügen müssen. p.next gleich 0. Dann hängen wir einfach p.next gleich temp an und sind fertig. So. Den Punkt haben wir schon mal. Wenn jetzt aber, was ist die andere Situation, wo wir an der Stelle angekommen sind, an der wir das Element einfügen müssen? Diese andere Situation ist, wenn wir dort, genau jetzt hier, wenn der Schlüsselwert größer geworden ist als der Schlüsselwert, der dahinter ist, kleiner geworden ist als der Schlüsselwert, der dahinter ist,
So. Wenn jetzt also der Schlüsselwert, den wir einfügen wollen, kleiner ist als der nächste Schlüsselwert hinter dem aktuellen, dann müssen wir ebenfalls einfach einfügen. Wir wissen, wie das geht. temp.next gleich p.next und p.next gleich temp. Das ist wie immer. So. In dem Fall müssen wir auch jedes Mal ein Return machen. Return, was geben wir hier zurück? Wir haben nicht am Anfang eingehängt, also geben wir den alten Anfang zurück. Das ist der neue Anfang wieder. Auch hier wieder. Der alte Anfang ist der Neuanfang. Und ja, jetzt gibt es noch eine weitere Situation, nämlich dass das nicht der Fall ist. Dann schalten wir einfach weiter. P gleich p.next. So, nochmal Kontrolle, ob das alles soweit stimmt. Ich will einfügen. Ich habe das Element eingerichtet mit next gleich 0 und key gleich key. Und wenn die Liste momentan leer ist, dann gebe ich einfach sozusagen die einelementige eingerichtete Liste zurück. Wenn das Element, das neue Element an der Stelle einzurichten, ganz am Anfang einzurichten ist, ab vor dem Kopf der Liste, was ich hiermit abprüfe, dass der Key kleiner gleich dem ersten Key in der alten Liste ist, dann hänge ich vorne ein und wir wissen, wie das geht. Den Next Pointer von temp auf list zu setzen und temp zurückliefern, haben wir eben schon mal gesehen. Ansonsten müssen wir wieder an die richtige Position laufen. Wie machen wir das mit so einem Laufpointer? Und der Einfachheit halber while true, die einzelnen Fälle betrachtet, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn wir beim letzten Element stehen, einfach hinten ranhängen und fertig. Oder die andere Alternative, dass wir an der richtigen Position ist, wenn es zwar doch hinten weitergeht, ja, an dieser Stelle wissen wir, dass p.next nicht 0 ist. Denn wenn p.next 0 wäre, dann wäre hier Return List passiert. Technik. Nein, nicht Technik, sondern nur Technik zusammengeschrieben und mit einem K. Also gut oder auch nicht gut. So, in dem Fall hängen wir ganz normal in die Liste das hinein und wenn das alles nicht der Fall ist, sind wir noch nicht an der richtigen Position, dann gehen wir einfach einen Schritt weiter. Ich würde sagen, damit ist diese Methode korrekt. So, ich möchte zur nächsten Aufgabe kommen. Was ist das denn? Mal gucken, was passiert, wenn ich doch mal umwechsle nochmal. Kleinen Moment. So, immerhin Ton funktioniert wieder. Aha. Na? Der läuft. Also besser nicht berühren, nicht? Ich mache jetzt nichts mehr an dem Gerät, solange dieser Beamer läuft. Denn Sie haben ja gesehen, dass es Seiteneffekte gibt. Wenn ich den einen Beamer, an dem einen Beamer was ändere, fährt der andere Beamer plötzlich runter. Na gut, versuchen wir es jetzt. So, lexikografischer Vergleich zweier Listen nach ihren Elementen. Was heißt das? Es ist in solch lexikografischer Vergleich ist im Prinzip Telefonbuchordnung. Das ist der offizielle Fachbegriff. Und es ist gar nicht mal so die dümmste Möglichkeit, Beispiele zu geben, was das dann konkret heißt, was da herauskommen soll.
So, was heißt das konkret? Soll ich den jetzt besser ausschalten? Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den in der Mitte jetzt ausschalte. Nicht, dass wir dann wieder in so einen instabilen Zustand kommen. So. Gut, was heißt denn das lexikografisch? Sie haben beispielsweise, wenn Sie Zeichen miteinander vergleichen, das müssen keine Zeichen sein, es können Elemente von einem beliebigen Datentyp sein, zum Beispiel Studierende nach ihrer Matrikelnummer verglichen oder Studierende nach ihrem Nachnamen und Vornamen verglichen, ist alles möglich. Lexikografisch heißt zum Beispiel hier, das erste Element B kommt vor C und damit ist die Frage entschieden. Diese erste Liste kommt vor der zweiten Liste. Hier ist die Sache etwas anders. B ist gleich B, damit ist noch nichts entschieden. C ist gleich C, damit ist auch noch nichts entschieden. Jetzt kommt E und D, das ist die Entscheidung. E kommt nach D, das heißt, diese Sequenz BCE kommt nach dieser Sequenz BCDE, wir kriegen ein plus 1 raus. So, diese ersten beiden kleinen Beispiele konstituieren sozusagen die Idee lexikografischer Vergleich. Die nächsten drei Beispiele sind dafür da, um Randfälle, um Spezialfälle nochmal aufzuführen, um nochmal klarzumachen, wie dieser lexikografische Vergleich bei den verschiedenen, möglicherweise auftretenden Spezialfällen sein soll. Ein Spezialfall, den man schnell vergisst, den man aber nicht vergessen sollte, ist die Präfixeigenschaft. AB ist ein Präfix von ABC und das bedeutet bei lexikografischem Vergleich, AB kommt vor ABC. Auch das ein Spezialfall, den man nicht vergessen sollte, wenn zwei Strings gleich sind, dann sind sie auch lexikografisch gleich, das heißt, das Ergebnis ist auch beim lexikografischen Vergleich 0. Und hier nicht zu vergessen, wo ordnet sich die leere Liste ein? Sie ordnet sich in diesem Vergleich vor jeder anderen Liste ein. Wir haben die Situation, jetzt zwei Listen, Liste 1, Liste 2, die wir sozusagen lexikografisch vergleichen, erstes Element mit erstem Element, erster Key mit erstem Key, zweiter Key mit zweitem Key, dritter Key mit dritten Key, so lange, bis hier einer dieser Fälle eintritt, dass es einen Unterschied gibt bei einem Zeichen oder dass hier die eine Liste zu Ende ist, aber die andere noch nicht, dann haben wir einen Präfix oder dass wir feststellen, sie sind beide gleich. Das müssen wir implementieren. So, nochmal ganz kurz hier nach oben, Liste 1 und Liste 2, zwei korrekt gebildete Listen, die auch leer sein können. Die Listen ändern sich nicht, ist vielleicht selbstverständlich, aber sollte man nochmal schreiben, um sicherzugehen, das gehört zum Vertrag, dass die Listen tatsächlich nicht durch irgendeinen Seiteneffekt verändert werden. Und was rauskommen soll, ist eine Zahl, plus 1, minus 1, 0. Je nachdem, ob lexikografisch die erste Liste vor der zweiten ist oder die zweite Liste vor der ersten oder beide identisch sind. So, wie gehen wir daran? LexCompare nenne ich die Methode. Ja, gut, wir fangen erstmal ganz einfach an. List-Item TP1 gleich List1 und das Ganze nochmal für 2. So. Man könnte das Ganze natürlich direkt mit List 1 und List 2 statt P1 und P2 machen, weil ja, was immer wir an List 1 und an List 2 innerhalb dieser Methode verändern, wirkt sich ja nicht außerhalb dieser Methode aus. Das sind List 1 und List 2 sind im Prinzip lokale Variable, wenn man so will. Aber es ist schon, denke ich, verständlicher, wenn man Laufindizes auch wirklich als solche dann einrichtet. So, jetzt müssen wir die verschiedenen Fälle unter einen Hut bringen. Machen wir wieder, wenn es kompliziert wird, machen wir uns das einfach, while true. So, jetzt haben wir hier verschiedene Fälle. Gucken wir mal nach oben hier.
Also, wir haben den Fall, dass zwei Zeichen gleich sind, dann geht es natürlich eins weiter. Hier haben wir nochmal den Fall, dass die beiden Zeichen gleich sind, dann geht es auch eins weiter. Hier sind sie ungleich. Also, hat sich nochmal geflackert? Gut. Aha. Das heißt, einer der beiden Anschlüsse hier für VGA-Kabel scheint defekt zu sein. So, while true, if compare P1.key, P2.key, was will ich hier? Ich fange mal an mit gleich 0, kleiner 0. Was soll dann passieren? Der erste, der erste Key ist kleiner als der zweite Key, das heißt insgesamt ist die erste Liste kleiner als die zweite Liste, dann ist es richtig, minus 1 zurückliefern. Das Ganze können wir spiegelsymmetrisch machen. So, wenn das Ganze größer 0 ist, dann können wir plus 1 zurückliefern. Das Plus ist natürlich hier nicht nötig, aber stört auch nicht. So, aber ich habe zweimal die falsche Klammer mitkopiert und damit habe ich ein gutes Zeichen gezeigt, warum man nicht kopieren sollte. Ja, ich nehme diesen Tadel auf mich. Ich werde aber trotzdem weiter kopieren. So wie Sie das auch sicherlich machen werden. So, aber ich sehe mit Erschrecken, dass ich da schon wieder auf irgendwelche Keys zugreife und mir gar nicht klar darüber bin, ob diese beiden, einer der beiden Laufindizes oder beide nicht sogar gleich 0 sind. Ja? Einer von den beiden kann gleich 0 sein. In diesem Fall beim dritten Durchlauf ist der erste P1 gleich 0. Hier können beide gleich 0 sein. So, das heißt also, wenn ich auf der sicheren Seite bin, dann frage ich sicherheitshalber erst einmal ab, ob beide gleich 0 sind. Wo bin ich dann in den Beispielen? Ich bin genau in dem Fall, dass ich hier im dreimal festgestellt habe, ist alles immer noch dasselbe. Und beim vierten Mal stelle ich fest, jetzt sind wir bei 0. Was soll dann rauskommen? Da oben steht es im Beispiel, Return 0. So, einen Fall abgefangen, wo P1 und P2 0 sind, aber natürlich kann es auch sein, dass einer von den beiden 0 ist und der andere nicht. Das ist genau der Fall mit Präfixeigenschaft hier und das muss natürlich auch vor diesen Zeilen hier sein, denn hier greifen wir ja schon auf beide Objekte zu und wenn einer von den beiden 0 ist, dann haben wir ein Problem. Also, if P1 gleich 0, wir wissen, dass in diesem Moment P2 nicht gleich 0 ist, denn sonst wären wir ja im ersten Fall hier gewesen. Ich mache mal vielleicht hier überall eine Leerzeile, dass das ein bisschen übersichtlicher bleibt. Wenn jetzt auch P2 gleich 0 wäre, wären wir hier, sind wir aber nicht. Also P1 gleich 0, das ist genau diese Situation hier, dann liefern wir minus 1 zurück. Und das Ganze ist spiegelsymmetrisch. Wir müssen, so jetzt ohne überflüssige Klammer kopiert, wir müssen das Ganze natürlich auch noch für P2 machen, wieder ein Plus 1. Man muss das Plus 1 nicht machen, aber es kann nicht schaden, so zur Übersichtlichkeit halber. Und ich glaube, ich bin fertig, oder? Ich habe die beiden Laufindizes, die beiden Laufpointer gesetzt. Nee, ich bin noch nicht fertig, denn ich muss ja irgendwo mal weitergehen. Wenn alle diese Fälle nicht eintreten, dann geht P1 weiter, denn wir vergleichen ja immer dieselben Positionen miteinander. Also müssen wir dafür sorgen, dass P1 und P2 im Gleichklang vorwärts gehen. Immer, wenn der eine vorwärts geht, geht der andere vorwärts. So,
Frage? Warum ich es nicht rekursiv gemacht habe, weil der Titel dieses Codings enthält das Wort iterativ. Zu rekursiv kommen wir noch. Also Kontrolle. Wir haben die beiden Laufpointer eingerichtet. Wir haben den dramatischsten Fall abgefangen zuerst und korrekt ausgegeben, weil dann wissen wir, das sind die zwei identische Listen. Einmal den Fall, dass die eine Liste zu Ende ist, einmal den Fall, dass die andere Liste zu Ende ist. Der Fall, dass beide Listen noch nicht zu Ende sind, aber ein Unterschied da ist. Und der, einmal der ist Unterschied und einmal der Unterschied, einmal mit minus 1 plus 1. Und wenn keiner dieser Fälle auftritt, dann kann es nur sein, dass Compare von den beiden gleich 0 ist. Das heißt, das aktuelle Zeichen, wir sind zum Beispiel jetzt vielleicht an dieser Stelle, dass wir dieses C mit diesem C verglichen haben, wenn keiner dieser Fälle aufgetreten ist. Und dann ist es richtig, da ist ja nichts mehr zu testen, da ist es richtig, eins weiterzugehen. Eine Position in jeder beiden Listen und dann die beiden Elemente miteinander zu vergleichen, beziehungsweise erstmal auf 0 zu testen. So, ich würde sagen, das ist korrekt. Nächste und letzte für Listen. Elemente in einer Liste paarweise vertauschen. Ach so, was ich vergessen hatte zu sagen, das war auch mal eine Klausuraufgabe. Und auch das war mal eine Klausuraufgabe. Also Sie sehen, die Frage, ist das jetzt alles klausurrelevant, stellt sich nicht wirklich. Sie haben eine Frage? Nochmal hoch zum lexikografischen Vergleich, ja? Was wird kompiliert, wenn was außerhalb der If-Anweisung ist? Dass da unten, ganz unten, Return-Statement fehlt, meinen Sie? Wieso? Da gibt es doch einen Haufen Return-Statements. Also ein vernünftiger... Was ist die Frage? Ich kann Sie... Bitte? Dass der Compiler das nicht durchgehen lassen wird, weil ja theoretisch der Fall eintreten könnte... Okay. Alles klar. Also ich glaube schon, dass Compiler damit fertig werden sollten, aber um sich, falls der Compiler damit nicht fertig wird. Unreachable Statement jetzt auf einmal. Wieso soll da. Also ich denke, das lässt er durchgehen. Also ich glaube, ich habe schon Beispiele von dieser Art gesehen. Doch, doch, das lässt er durch. Das sollte ein vernünftiger Compiler durchgehen lassen. So. Ansonsten machen wir das so, weil dann ändern wir das eben. While P1 ungleich 0 oder P2 ungleich 0, dann fällt das hier weg. Und hier unten kommt das hin, was in diesem Fall zu passieren hat, Return 0. So, haben wir es doch gelöst, oder? Jetzt sollte der Compiler keinen Grund mehr haben zu meckern. Das ist kein unreachable Statement mehr und es gibt keinen Ausgang aus der Methode raus ohne ein Return. So. Ist das jetzt korrekt? Solange das ungleich 0 sind, er steigt nur aus, wenn die beide gleich 0 sind und dann gibt es Return 0, es passt. So, können wir jetzt zu dem nächsten und letzten bei Listen kommen. Auch das eine Klausuraufgabe. Am besten wieder an einem Beispiel. Wenn das die Listenelemente sind, A bis J, natürlich auch Zeichen wieder nur als Beispiel, dann soll die Liste umgeordnet werden, sodass die ersten beiden vertauscht sind, die nächsten beiden, die nächsten beiden, die nächsten beiden und so weiter bis zu den letzten beiden. Auch hier wieder dran denken, dass es immer unterschiedliche Fälle gibt und dass der Benutzer dieser Methode natürlich wissen muss und wissen will, was die Methode in den unterschiedlichen Fällen leistet. Bei ungerader Länge ergibt sich die Frage, was passiert mit dem letzten Element? Das kann ja mit nichts mehr vertauscht werden und da soll die Methode einfach dieses letzte Element unangetastet lassen. Also sinnvoll sind hier zwei Beispiele zu bringen und das Ganze auch in der
Nachbedingungen zu formulieren. Paarweise vertauscht. Es kann nicht schaden, das mehrfach in verschiedener Weise zu schreiben. Erstmal einmal mit Prosa, erstes mit zweitem, dritten mit viertem und so weiter. Und dann mit Positionen. Position 2i wird mit Position 2i plus 1 vertauscht. So, jetzt haben wir hoffentlich verstanden, was die Methode leisten soll. Jetzt können wir auf diese Methode hingehen. Sie sehen, ich habe schon ein paar Sachen als Gedächtnisstützen für mich auch hier schon eingefügt. Nämlich ein Standardtrick, den ich auch vorne beim Einfügen schon hätte einsetzen können, habe ich nicht gemacht, um diese Fallunterscheidung am Anfang der Liste zu vermeiden. Die braucht man nicht. Man kann auch stattdessen Folgendes machen. Alternativ, man richtet sich ein Dummy-Element ein. Ja, ist vollkommen egal, was da drin ist. Und packt das vor die Liste, die man bekommen hat. Ja, dessen Next verweist dann auf das erste Listenelement. Und was man dann zurückliefert, ist genau das Next. Und wenn sich das erste Listenelement geändert hat, dann wird hier, wenn die Liste umgeordnet worden ist, wie es ja hier sein soll, dann wird das hier auch gemacht. So. Ich habe hier das noch reingeschrieben, wie es anfangen soll, als Gedächtnisstütze für mich. Wir setzen unseren Laufpointer auf diesen Dummy vorne weg. So. Irgendwas müssen wir da jetzt machen mit while wahrscheinlich, weil irgendwas passiert. Naja, wann soll es abbrechen? Wann soll das Ganze abbrechen? P soll immer vor dem zu vertauschenden Paar sein. Ja? Wenn ich hier CD vertausche zu DC, dann muss mein P hier vorne davor stehen, eins davor, sonst kann ich das ja nicht vertauschen. Ich muss ja immer meinen Laufpointer, ein Element, vor der Stelle haben, wo ich etwas manipulieren will. Also geht es eher um pNext. Dass das ungleich 0 ist, wenn das nächste Element gleich 0 ist, dann brauchen wir nicht mehr weiterzugehen. Und bedenken Sie, dadurch, dass wir auf diesem Dummy-Element starten, kann ich mir sicher sein, dass dieses Next von P existiert. Ja? Selbst wenn die Liste leer ist, existiert dieses Next und ist 0. Wenn ich P gleich hätte starten lassen auf dem ersten Listenelement und das ist 0, dann hätte ich hier große Probleme. Aber dadurch, dass ich P erst einmal auf dieses Dummy-Startelement setze, habe ich keine Probleme an dieser Stelle. Ich bin mir sicher, dass p.next ungleich 0 ist. Es ist zunächst mal am Anfang das erste Element, dann das dritte Element, dann das fünfte Element und so weiter. So. Wenn ich jetzt aber an der Stelle bin, dass ich nur noch ein Element vor mir habe, dann bin ich auch fertig, denn dieses eine Element hier, das K in diesem Beispiel, muss ich ja nicht anfassen, da muss ich nichts dran ändern. Das heißt also, ich kann p.next.next ungleich 0. Wenn das gleich 0 ist, bin ich auch fertig. So, und das darf ich auch, denn wenn p.next ungleich 0 ist, dann existiert auch p.next.next. Ich bin hier auf der sicheren Seite. Erinnern Sie sich daran, die rechte Seite von so einem logischen Ausdruck wird nur ausgewertet, von so einem logischen Und wird nur ausgewertet, wenn die linke Seite wahr ist. So. So lange soll was passieren. Was soll da passieren? Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was da so alles passieren soll. Ich kann ja schon mal an eine Sache denken, dass ich die hinterher nicht vergesse. P gleich p.next.next. Ja, ich stehe am Anfang auf dem Dummy-Element, hier vor dem A.
Dann stehe ich an dieser Position, also hier nach dem nächsten Durchlauf, dann an dieser Position, um immer die nächsten zwei Elemente, die danach folgen, zu vertauschen. Also muss ich immer die zwei überspringen, die ich jetzt gerade vertauscht habe, und dann auf das nächste Element danach zu verweisen. So, was muss ich machen, um die beiden zu vertauschen? Ich habe das mal hier, damit das Ganze in einer dieser ASCII-Datei passiert, habe ich das jetzt mal so ein bisschen mit ASCII-Artistik hier rumhantiert, erstmal schon mal vorbereitet. P verweist auf Position I. Und die beiden sollen vertauscht werden. Also das Element an Position i plus 1 soll hinterher in Position i plus 2 stehen und das Element an Position i plus 2 soll hinterher an Position i plus 1 stehen. Natürlich ist Position i plus 3 dieses Element auch noch mit berührt, weil ja jetzt verweist dieses Element darauf, später verweist dieses Element darauf. Also müssen wir dieses Objekt mitdenken. So, was machen wir? Wir machen zwei Schritte. Erstens, dieses Element aus der Liste auskoppeln, sodass es nicht mehr in der Liste drin ist. Ich mache es mal so. Dieses Element auskoppeln. Dann zeigt P immer noch da drauf. Und jetzt in die Liste wieder einfügen. Hinterher an die andere Stelle. So, das soll passieren. Und das sind zwei Operationen, die wir schon kennen. Auskoppeln und einfügen. Die können wir jetzt einfach nacheinander implementieren. Erst einmal aber mit dem kleinen Unterschied, diesmal wollen wir dieses Element, was wir auskoppeln, nicht verschwinden lassen, sondern das brauchen wir noch, das soll hinterher ja wieder eingefügt werden. Also müssen wir es sichern. Wie sichern wir das? Wie immer. So ein temp gleich p.next. Ja, es geht um dieses Element, das wir zunächst mal auskoppeln und das wir sichern müssen, damit wir es hinterher wieder, jetzt hätte ich beinahe gesagt, einkoppeln, aber dass wir das dort hier einfügen. So, jetzt können wir auskoppeln, indem wir nämlich p.next überbrücken auf das 1 weiter, p.next gleich p.next.next. Und damit haben wir diese Situation hier erreicht. I plus 1, dieses Objekt ist noch in TMP gesichert. Und so sieht dieser Ausschnitt der Liste momentan aus. Jetzt müssen wir das, was in TMP ist, nochmal wieder einspeichern an dieser Stelle. Das heißt also, TMP.next immer zuerst von dem neuen Element aus den Verweis setzen, damit der Rest da hinten nicht verloren geht. tmp.next gleich p.next.next. Es soll ja hinterher auf i plus 3 zeigen. p.next.next. Und dann von hier aus auf temp zeigen. p.next.next gleich TMP. Und damit müsste die Auskopplung und die Einkopplung funktioniert haben. Wir sichern das nächste Element, das erste der beiden zu vertauschenden, sichern wir erst einmal, dann können wir es überspringen, so wie wir es immer gesehen haben beim Löschen eines Elements. Dann können wir das Element an der anderen Stelle, eins weiter, wieder einkoppeln, so wie wir das beim Einfügen gesehen haben. Und dann müssen wir noch daran denken, dass wir ein paar von Elementen weitergehen. Also aus meiner Sicht scheint das richtig zu sein. Sie sind anderer Meinung? Welchen Grund gibt es, die Listenelemente zu vertauschen und nicht nur die Keys? Weil das keine Fingerübung hier im Vertauschen von Keys ist, im Manipulieren von Keys, sondern im Manipulieren von Listenstrukturen.
Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort, natürlich gibt es auch gute Gründe. Das sind ja generische Operationen, also mit irgendeinem beliebigen Datentyp T, der beliebig komplex sein kann. Gut. Damit sind wir mit Listen. Da ist noch eine Frage. Temp.next gleich p. Hier, was, hier mit dieser Zeile? Was ist mit der? Ich kann es. Statt p.next.next hier p.next nur schreiben. Dann hätte ich ja einen Fehler gemacht, wenn. Also es kann ja nur eins von beiden korrekt sein. Es kann unmöglich beide gleichzeitig korrekt sein. Versuche ich nochmal nachzuvollziehen, was von beiden korrekt ist. Ausgehängt, übersprungen, dann sind wir jetzt also hier und temp, also dieses Objekt soll ja auf dieses Objekt dann verweisen und das ist ein, aber wir sind momentan in dieser Situation und in dieser Situation ist es p.next.next. Meines Erachtens müsste da das stehen, was ich da geschrieben habe, p.next.next. Ist ein bisschen knifflig vielleicht zu durchdenken, aber ich lasse mich gerne überzeugen, dass das falsch ist, aber ich glaube erst einmal, das ist so richtig. Gut, überdenken Sie es nochmal, gegebenenfalls, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie richtig sind, dass Sie richtig liegen, dann schreiben Sie was im Forum dazu. Ansonsten würde ich jetzt von Listen wegkommen. Gibt es noch irgendwelche Kommentare zu diesem Live-Coding? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich zum nächsten Thema kommen. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Bilderchen. Ja? Binäre Suchbäume finden Sie auch beim Testat 1. Das ist ein einfaches Beispiel für einen binären Suchbaum mit int als generischen Typ, natürlich auch wieder ein generisches Objekt. So, und wir wollen jetzt was suchen da drin. Also gehen wir mal zurück, bevor wir jetzt hier anfangen. Schauen Sie genau hin. Die Ordnung der einzelnen Werte ist nicht zufällig, sondern ist ziemlich genau festgelegt. Schauen Sie sich die 43 an. Wenn Sie sich links alles angucken, was von dieser Wurzel abhängt, dann finden Sie nur Werte drin, die kleiner gleich der 43 sind. In dem einfachen Beispiel echt kleiner, aber prinzipiell kleiner gleich. Und alles, was rechts ist, ist größer gleich. In diesem Beispiel alles größer. Kleiner 43, größer 43. Und das setzt sich fort. Gucken Sie sich die 25 an, alles links davon ist kleiner gleich 25, alles rechts davon größer gleich 25. Genauso hier die 69. Alles, was links davon abhängt, ist kleiner gleich der 69. Alles, was rechts davon abhängt, ist größer gleich der 69. Das ist die Suchbaumeigenschaft. Search Tree, Suchbaum. Und wozu das gut ist, sehen wir einfach an dem Beispiel, wenn es darum geht, einen bestimmten Schlüsselwert in diesem Baum zu finden. Wenn die Schlüsselwerte kunterbunt irgendwie in diesem Baum drin verteilt wären, müssten wir den ganzen Baum durchgehen, um einen bestimmten Schlüsselwert zu finden. Wir wollen jetzt hier die 28 finden. Durch die Suchbaumeigenschaft brauchen wir nur einen einzigen Pfad in diesem Baum zu durchlaufen, um festzustellen, ja, der Schlüsselwert, den ich suche, ist drin, nein, der Schlüsselwert, den ich suche, ist nicht drin. Ich suche die 28 und Sie sehen mit Ihrer Draufsicht natürlich, dass die 28 da ist. Wie komme ich zu 28? Ich setze einen Laufpointer, wie üblich, wie Sie das von Listen her kennen, auf die Wurzel, auf den Einstiegspunkt, die 43, 28 ist kleiner als 43, also geht es nach links weiter. So, jetzt gehe ich also mit meinem Laufpointer nach links, komme auf die 25. Die 28 ist größer als die 25, also gehe ich nach rechts. Nächster Schritt, ich bin jetzt mit meinem Laufpointer, so wie in einer Liste schrittweise voran, bin ich jetzt hier in dieser Struktur schrittweise abwärts gegangen. Einmal nach links, einmal nach rechts, stelle fest, die 28, die ich suche, ist größer, kleiner als die A31, also muss ich nach links und siehe da, ich habe die 28 gefunden.
Offensichtlich reicht es reicht ein einziger Pfad zu durchlaufen, um den Schlüsselwert zu finden, wenn er drin ist. Aber, das sehen wir jetzt gleich auch, wenn er nicht drin ist, ist das genauso nur ein einziger Pfad. So, fast genau derselbe Baum. Ich suche jetzt die 66 und wenn Sie auf die Folie schauen, dann sehen Sie schon, die 66 ist nicht da. Und Sie wissen auch, Sie können genau sagen, wo die 66 hätte sein müssen, wenn sie da gewesen wäre. Es gibt nur eine einzige Stelle, an der die 66 sein darf. Nämlich von der 54 weiter nach rechts. Nicht? 43 nach rechts, 69 nach links, 54 nach rechts. Hier müsste die 66 sein. Nirgendwo sonst erlaubt. So, das weiß der Algorithmus natürlich nicht. Er geht erstmal zum Einstiegspunkt wieder. 43 kleiner als 66, also nach rechts. Genau dasselbe wie eben, genau derselbe Durchlauf. 69 größer als 66 nach links. 54, ab hier, 54 ist kleiner als 66, aber hier geht es nicht weiter. Damit ist die Antwort auch klar. Nein, der Schlüsselwert ist nicht hier drin. So, das wollen wir jetzt implementieren. Was ist jetzt los? Okay, geht wieder. So, erst einmal basteln wir uns eine Klasse für solche Knoten, Baumknoten. Das haben dasselbe, was wir bei Listen gemacht haben. Wir haben für Listenelemente eine Klasse gebastelt, bestehend aus einem Key und einem NextPointer, der immer auf das nächste Element verweist. Jetzt haben wir eine Struktur, die sich so zerteilt, nach links und nach rechts. Das heißt, wir haben nicht einen Nachfolger, Next, sondern zwei Nachfolger, die ich der Anschaulichkeit halber, und so finden Sie es, glaube ich, auch überall in der Literatur, die ich hier Left und Right, Link oder Links und Rechts nenne. Ja, es ist exakt dieselbe Struktur wie bei Listen mit einem Key, aber mit zwei Nachfolger, einem linken Nachfolger und einem rechten Nachfolger. Damit können Sie solche Strukturen so aufbauen, wie Sie halt Listenstrukturen mit nur einem Nachfolger aufbauen konnten. So, wo sind wir denn jetzt? Gut, eine solche Klasse hat eine Beschreibung immer und die heißt typischerweise, finden Sie auch in der Literatur, Invariante. Das, was invariant die Eigenschaft, die Charakteristika dieser Klasse sind. Was ist das? Ein Objekt von dieser Klasse, binärer Suchbaum, gut, ich habe mich jetzt ein bisschen kurz gefasst, enthält einen binären Baum mit Schlüsselwert Typ T, der die Suchbaumeigenschaft erfüllt. Auch hier verwenden wir wieder einen Comparator um die Suchbaumeigenschaft. Was ist jetzt schon wieder los? Um die Suchbaumeigenschaft hinzukriegen, um zu definieren, also den Vergleich zu definieren. Es kann nicht schaden, die dazu zu schreiben, es macht ja einen Unterschied, zum Beispiel beim Einfügen eines neuen Elements macht es natürlich einen Unterschied, ob Mehrfachvorkommen erlaubt sind oder nicht. Ja, wenn Mehrfachvorkommen erlaubt sind, dann heißt das, wenn ich ein neues Element einfüge, dann wird es eingefügt, egal ob es schon mal drin war oder nicht. Wenn ich hingegen Mehrfachvorkommen nicht erlaube, dann heißt es, wenn ich ein Element einfügen will, einen Schlüsselwert einfügen will, der schon drin ist, dann wird er nicht eingefügt. Dann gibt es eine Fehlermeldung oder wird eine Exception geworfen oder was auch immer, aber er wird nicht eingefügt. So sollte die Methode Insert einfügen dann implementiert sein. So, wie baue ich diese Klasse? Ich denke, dass ich hier eigentlich nichts unbedingt vereinfacht habe. Ich brauche
den Einstiegspunkt. Den nennen wir bei Bäumen typischerweise Wurzel, englisch Root. Und wir speichern hier uns intern einen Comparator ab. Ich sollte das vielleicht sicherheitshalber auf Private setzen, damit das so richtig privat ist und nicht nur so halb privat. So, warum brauche ich den Comparator hier? Den kriege ich mit dem Konstruktor erst einmal und setze ihn einfach. Warum brauche ich den Comparator als ein eigenes Attribut? Weil dieser Baum, das Ganze macht nur Sinn, wenn so ein Baumobjekt permanent anhand desselben Vergleichs, desselben Comparators immer die Suchbaumeigenschaft erfüllt. Ja, es macht keinen Sinn, zwischendurch irgendwie mal, wenn man eine Methode einfügen, aufruft oder so etwas, die Logik des Sortierens zu verändern. Die Logik des Sortierens, ausgedrückt durch das Comparator-Objekt, bleibt permanent und sollte deshalb permanent intern gespeichert werden, durch den Konstruktor schon übergeben. Hier root gleich 0, auch hier wieder der Einstiegspunkt ist 0, das heißt, der Baum ist am Anfang leer. Hier wieder die Logik, beim Objekt einer Klasse wird jedes Attribut zunächst einmal initialisiert mit dem Nullwert seines beliebigen Datentyps. So, hier die Methode find, die wir eben gesehen haben, die implementieren wir jetzt. Diese Methode find. Was haben wir da eben gesehen? Wir haben gesehen, das hier brauche ich glaube ich nicht mehr, ne? Das können wir weg. Wir haben eben gesehen, wie heißt das Ding? Tree Node. Wir haben eben gesehen, wir richten uns wieder, wie bei Listen, einen Laufpointer ein und setzen den auf Root. Damit fängt das alles wieder an. So, was machen wir? Also, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben gesehen, dass wir vielleicht auf Null stoßen können, wenn wir erfolglos suchen, wenn wir an der Stelle suchen, wo das Element sein müsste, aber nicht da ist. Es kann aber auch sein, dass wir ganz zu Anfang schon erfolglos sind, weil der Baum leer ist. Also müssen wir von vornherein dem Fall Rechnung tragen, dass p gleich 0 ist. While p ungleich 0. Solange p ungleich 0 ist, soll irgendwas passieren. Was ist das denn? So. Was soll da passieren? Jetzt wissen wir, p ist ungleich 0, das heißt, wir können auf Key von p zugreifen. Falls mit Compare-Logik, Compare Key und p.key, falls die gleich 0 sind, sind wir fertig. Dann können wir aus der Schleife aussteigen. Was ist die Logik? Boolean? Return true. Wir haben das Element gefunden und true ist die richtige Antwort in diesem Fall. So, jetzt wissen wir, an dieser Stelle p ist ungleich 0, aber der Key ist nicht der gesuchte. Dann müssen wir die Fallunterscheidung machen, ob es jetzt nach links oder nach rechts geht. If comp.compare key und p.key kleiner 0. Was soll dann passieren? Der Key, den wir suchen, ist kleiner als der Key von dem Knoten, auf dem wir gerade stehen. Also geht es nach links. Was heißt, es geht nach links? Naja, wie bei der Liste, wo es nach next weitergeht, geht es jetzt nach left weiter. P gleich p.left. Und der dritte Fall, der auftreten kann, ist mit else p gleich p.right. Also, wir haben p ungleich 0.
Wir haben einmal den Fall, dass wir das Element gefunden haben, einmal, dass es kleiner ist und im Else-Teil, dass es größer ist. Und wenn es kleiner ist, gehen wir nach links und wenn es größer ist, gehen wir nach rechts. So, jetzt kann es sein, dass wir bei p gleich 0, dass wir aus der Schleife irgendwann abbrechen, weil wir doch auf 0 gestoßen sind. Was müssen wir dann zurückgeben, wenn wir auf 0 stoßen? Dann sind wir auf eine Stelle gestoßen, wo das Element sein müsste, aber nicht ist. Und in dem Fall ist das Element nicht drin und es ist korrekt, hier false auszugeben, nicht? Bitte? Was ist der Unterschied zwischen compare und compare to? Okay, compare to ist eine Methode der Klasse, die Sie da haben. Ja? Sie haben zum Beispiel bei String eine Methode compare to und Sie bekommen vererbt eine Methode compare to, wenn Sie so eine Klasse wie Studi implementieren. Aber die können Sie dann natürlich überschreiben, aber die ist dann festgelegt. Ja? Sie können einmal für Studi, für die Klasse Studi, ein compare to haben. Und das ist die Logik, mit der diese Klasse dann leben muss zum Sortieren. Wenn Sie es offen halten wollen, nach welcher Logik Ihre Studierenden in den verschiedenen Kontexten sortiert werden, mal nach Matrikelnummer, mal nach Nachname, Vorname, dann ist es sinnvoller, nicht mit compare to zu arbeiten, sondern das auszulagern in Comparator, denn Sie können einmal eine Klasse, was war das, Namenscomparator, Studienamenscomparator, ein Objekt davon reintun, dann wird nach Namen verglichen und Sie können einmal Studienmatrikelnummer Comparator reinstecken und dann wird nach Matrikelnummer verglichen. Das ist einfach ein höherer Grad an Flexibilität, an Generizität, wenn man so will. Ist die Frage damit beantwortet? Also rein technisch ist es der Unterschied, Comparator ist ein Interface, Compareto ist eine Methode. Bitte? Kommt aus dem Comparable Interface, ja. Danke. Wird nicht automatisch von Object vererbt, sondern erst, wenn irgendwo Comparable auf dem Weg reingekommen ist, ja. Danke für den Hinweis. So. Damit müsste, glaube ich, Finde jetzt korrekt sein. Und wir können weitergehen mit der nächsten Operation, einfügen. Ja, ist ja schön, dass wir eine Methode haben, um Schlüsselwerte zu finden, aber wir wollen auch einfügen und löschen. Wie sieht das mit dem Einfügen aus? Jetzt haben wir eben die 66 vergeblich gefunden. Vergeblich gefunden ist natürlich Quatsch. Wir haben sie vergeblich gesucht und nicht gefunden. Jetzt wollen wir sie stattdessen einfügen. Und was machen wir? Wir machen fast dasselbe. Wir machen fast dasselbe. Wir gehen an die Stelle hin, wo die 66 hingehören würde. So, bei der 43 wissen wir, es geht nach rechts. Bei der 69 wissen wir, es geht nach links. So, hier bleiben wir jetzt stehen. Denn wir müssen ja den Right-Pointer von diesem Knoten neu setzen auf ein neues Element mit der 66. Also hier, während unser Laufpointer hier auf der 54 steht, müssen wir ein neues Element kreieren, auf das hier der Right-Pointer verweist. Also es ist fast dasselbe wie finden. Durchgehen, denselben Pfad, nur dass wir dann ganz am Ende was anderes machen. So, wie implementieren wir das jetzt? Key ist am Baum in einer Position eingefügt, sodass die Suchbaumeigenschaft erhalten bleibt. Auch wenn Key schon im Baum enthalten ist, da mehrfach vollkommen mehr möglich ist. Kann ich schaden, da nochmal darauf zu verweisen, dass Elemente auch mehrfach vorkommen dürfen. So, jetzt mache ich wieder das Unaussprechliche. Copy-Paste. Und die Audienz hält den Atem an, was er da jetzt schon wieder für Mist baut. Ne? Ja? Sie können in die Nachbedingungen reinschreiben, als Antwort jetzt auf Ihre Frage, wohin dann ein Duplikat gesetzt wird, würde ich nicht empfehlen. Es gibt typischerweise keinen Grund dafür, weil ja die Struktur private ist. Die Struktur ist private
Und wenn Sie sich vorstellen, dass dieses Element nicht nur einmal vorkommt, sondern schon tausendfach dann vorkommt, wird es langsam schwierig zu beschreiben, wo das tausenderste Duplikat hinkommt. Also würde ich aus verschiedenen Gründen nicht empfehlen. So, das ist erst einmal richtig. So, wenn es kompliziert wird, machen wir uns wieder einfach. While true, müssen wir hinterher noch gucken, ob das Ganze dann funktioniert mit dem Compiler. So, das haben wir nicht mehr. So, wir müssen aber beim Einfügen immer dran denken, wie bei der Liste. Wenn die Struktur leer ist, müssen wir sie erst aufbauen. Also, wenn die Struktur leer ist, falls root gleich 0, was machen wir dann? Wir machen sowieso noch ein bisschen mehr vorneweg, nicht? Das neue Element können wir ja schon mal einrichten, wie wir es bei Listen auch gemacht haben. TMP gleich new tree node t, so, und temp.key gleich key, so, das Element, der neue Knoten wartet schon darauf, an der richtigen Stelle eingefügt zu werden. Und wenn die Wurzel gleich 0 ist, dann ist es richtig einfach, root gleich key, gleich tmp zu schreiben. Und damit sind wir fertig. Und da wir an dieser Stelle fertig sind, können wir auch einfach ein return einrichten an dieser Stelle. So. Dieser Fall ist abgehandelt. So, jetzt wissen wir, dass p ungleich 0 ist. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ein bisschen haariger bei den Fallunterscheiden. Falls es kleiner 0 ist, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder es geht links weiter, sodass wir also noch nicht an der Stelle sind, wo wir einfügen können, oder es geht links nicht mehr weiter, sodass wir an dieser Stelle einfügen. Also if p.left gleich 0, dann fügen wir an dieser Stelle ein und sind fertig. Ja, das ist genau die Situation, die wir hier haben. Wir stehen hier, sehen, es muss rechts eingefügt werden. Rechts ist 0, rechts war noch nichts, also fügen wir es ein und sind fertig. P.left gleich temp und return. Es ist void, also einfach return. So, falls das nicht der Fall ist, falls also p.left nicht 0 ist, passiert das. P gleich p.left. So, was habe ich hier gemacht? Wenn es nach links weitergeht, dann muss ich unterscheiden, wenn da nichts mehr ist, hänge ich an dieser Stelle das neue Element an und bin fertig. Ansonsten, wenn das nicht gleich 0 ist, dann müssen wir halt nach links weiter runtergehen und wieder von der Seite aus schauen, was Sache ist. So, und das Ganze müssen wir nochmal machen für die rechte Seite. Und da mache ich auch wieder das Unaussprechliche. Copy-Paste. So. Falls P jetzt alles ersetzen, nicht mehr links, sondern rechts. Falls es jetzt nach rechts nicht mehr weitergeht, obwohl wir nach rechts wollen, Klammern kümmere ich mich gleich. So, ansonsten p gleich p.right. So, also, ansonsten, hier muss ich eine Klammer setzen, nicht?
Ja? Und jetzt müssten die Klammern richtig gesetzt sein. Jetzt müsste das Ganze mehr oder weniger identisch sein, bloß spiegelsymmetrisch. Das hatten wir ja schon geklärt, das sollte richtig sein. Wenn es nicht weitergeht, einfügen und fertig, ansonsten eins weiter. Hier, wenn es rechts nicht weitergeht, einfügen und fertig, ansonsten rechts ein weiter. Und dieses Return False, das gehört da nicht mehr hin. Eine Klammer fehlt und Sie sagen mir jetzt nicht, wo sie ist, ne? Das While, da haben wir noch eine Klammer. Gut. Damit müsste es doch eigentlich jetzt richtig sein, oder? Also Sie sehen, es ist ein bisschen mehr zu tun, weil wir die Fälle unterscheiden müssen, ob wir weitergehen oder ob wir da schon am Ende sind und einhängen können. Einmal für linke Seite, einmal für rechte Seite und natürlich den Fall separat behandeln, dass wir von vornherein schon einen leeren Baum haben und dann entsprechend da einfach eine neue Wurzel einfügen und fertig sind. Ich würde sagen, diese Methode ist korrekt. Gut, dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle, bin ich mit dem Thema fertig. Das nächste Thema ist dann wieder ein größeres Thema, viel Wegbäume, also nicht mehr nur zwei Richtungen, wo es weitergehen kann, sondern gleich viele. Auch ein Thema im ersten Testat. Noch eine Frage? Nach dieser Methode würde die 32 müsste hier eingefügt werden. Genau hier. Es ist größer als die ein. Ach ne, Entschuldigung, da müsste es falsch. Hier müsste die 32 eingefügt werden. Und hier geht er richtig nach rechts. Und hier stellt er fest, nach links ist nichts mehr, wenn er die 32 einfügen soll. Also fügt er sich hier ein. Sind Sie der Meinung, dass das nicht so funktioniert? Denken Sie nochmal drüber nach und posten Sie vielleicht im Forum, wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass es doch nicht funktioniert an dieser Stelle. So, dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken und wir sehen uns hoffentlich am Donnerstag früh wieder.